Hallo und willkommen hier bei der Akustikgitarre. Schön, dass ihr da seid bei unseren Videos. Dieser Clip hier gehört zum Workshop Special der Ausgabe 6 2019. Ich habe mich inspirieren lassen vom Gewinnersong des diesjährigen Eurovision Song Contest. Das ist eine, würde man sagen, eine zeitgemäße Powerballade, die im Original gar nichts mit Akustikgitarre zu tun hat. Aber solche Songs können ja manchmal besonders kreativ wirken, wenn man versucht, sie in ein Akustikgitarrenarrangement zu übertragen. Das ist hier passiert und der Song lässt sich überraschend gut spielen und klingt auch wirklich toll, wenn man ihn auf der Akustikgitarre begleitet, wie ich finde. Das Ganze ist nicht schwer zu spielen. Das harmonische Material ist überschaubar. An Spieltechniken werdet ihr ein bisschen Fingerpicking entdecken, ein bisschen Strumming. Ich habe das im Video gespielt mit den Fingern, auch die Strumming-Parts. Da komme ich am schnellsten von der einen zur anderen Spieltechnik, die sich hier manchmal wirklich nahtlos anschließen. Man kann die Strumming-Parts auch mit Plektrum spielen. Da muss man sich irgendwie kleine Tricks einfallen lassen, wo man das Plektrum dann herbekommt, während des Spielens sozusagen. Ja, ansonsten hält der Song ein paar Überraschungen parat. Man muss sich wirklich sehr auf das Metrum, also auf die verschiedenen Taktarten konzentrieren. Denn in diesem Lied kommen Dreivierteltakte vor, Viervierteltakte und sogar noch ein paar eingeschobene Zweivierteltakte. Das ist allerdings so geschickt komponiert, dass das gar nicht konstruiert wirkt. Erst wenn man das aufschreibt und dann mitspielt, merkt man, dass man sich doch ein wenig auf das Taktgeschehen hier konzentrieren muss. Ja, jetzt würde ich euch empfehlen, eure Gitarre in die Hand zu nehmen und die Ausgabe 6 2019 unserer schönen Zeitschrift. Dann gehen wir das gemeinsam hier im Video durch. Ich zeige euch zunächst alle Akkorde, Techniken und die einzelnen Songteile langsam gespielt, erkläre euch die Details. Und dann könnt ihr das Ganze hier im Video auch nochmal hören, gespielt zum Jamtrack dieses Workshops. Den Jamtrack kriegt ihr neben jeder Menge anderer Musik aus den Bereichen Tests, Stories und CD-Besprechungen. Exklusiv auf unsere Akustikgitarre Begleit-CD, die ich euch nochmal sehr ans Herz legen möchte. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Mitspielen. Schauen wir uns zusammen das Intro an. Wir haben die Akkorde F, G, E-Moll, F. Die werden vierstimmig mit gleichzeitigem Anschlag angeschlagen. Das Ganze wird so gezählt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, F, G, E-Moll, F, 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt im Vers der Wechsel zum Dreivierteltakt. Das wird dann so gezählt. 1, 2, 3, 1, 2. Fünfstimmig, da kann man auch mal so einen kleinen Strum machen und noch mal ganz normal F, G, E-Moll, F, 2, 3. Nächster Teil, ein Arpeggio-Pattern mit diesen Griffen für F, für G, für E-Moll. Okay. Dann kommt noch ein F Major 7 vor. Der sieht so aus. Ich spiele euch diesen Part mal langsam. Als Zupfmuster würde ich die Finger Daumen, Zeige, Ringfinger nehmen. Dann hört sich das Ganze so an. Weiter geht's mit dem Pre-Chorus. Hier haben wir diese Akkorde. F Major 7, G6, A Moll 7,
G6, F Major 7, G6 und D-Moll. Hier könnt ihr die inneren vier Saiten mit einem normalen D-Moll-Griff greifen oder ihr greift nur wie notiert Grundton, Quinte, Terz, dreistimmig. Das Zupfmuster ist hier eine Art Fork-Picking-Pattern. Das Ganze klingt so. Jetzt geht es in den ersten Refrain, der wird im Strumming gespielt. Hier kann man auch ganz gut Fingerstrumming benutzen. Achtet darauf, dass der letzte Takt ein Anschlag auf der 1 ist und dann nur ein Zweivierteltakt. Also 1, 2 und es würde weitergehen mit Vers 2. Hier sind wir wieder im Dreivierteltakt mit diesem Motiv. Refrain 2, wieder Strumming. Hier würde ich von den Barré-Akkorden weggehen und die offenen Akkorde spielen, zum Beispiel für A-Moll. G-Dur, C-Dur, F-Dur, A-Moll, G-Dur, F-Major 7 und die letzte Folge dann nochmal so wie notiert. Das Ganze klingt dann so. Wir sind in der Bridge. Hier nehmen wir das Tempo etwas raus, beziehungsweise nicht das Tempo, sondern die Spieldichte. Das klingt so. Der war ein bisschen unsauber. Der F Major soll natürlich sauber klingen. Im Refrain 3 kommen erstmal Stops, die klingen so. Dann geht es weiter mit einem Strumming Pattern. Vielleicht erst nochmal die Akkorde klären. D-Moll, E-Moll, F-Dur, dann kommt pro Schlag G-Dur, Gis vermindert, A-Moll, G-Dur und F-Major 7. Hier wird ein Takt gespielt. Und auf der nächsten 1 stoppt man den Akkord ab. Und es gilt ein Zweivierteltakt als Pause. Da soll also wirklich nichts gespielt werden und auch nichts weiter klingen. Die Stelle klingt so. Und wir sind im Outro mit den gleichen Akkorden wie im Intro. G, E-Moll, F, 1, 2, 3.
das war es auch schon von der Begleitgitarre. Ich zeige euch noch kurz die Hookline, die im Intro und Outro noch zum Klingen kommen kann. Die würde ich mit Plektrum spielen. Die sieht so aus. Zweiter Durchgang. Okay, damit habt ihr alles zusammen, was ihr für den Song braucht. Jetzt könnt ihr euch nochmal die komplette Performance zum Jamtrack anschauen. Den Jamtrack gibt es exklusiv auf unserer Akustikgitarre Begleit-CD. Viel Spaß! Thank you.